dass es möglicherweise in Potsdam tatsächlich einen Schritt vorangeht, dass die doch ziemlich markante Spaltung der Stadt sich möglicherweise bewegt. Es gibt einen neuen Baubeigeordneten, der sich so langsam in die Themen findet und der sich da auch positioniert. Aber ich denke, er wird da schon ziemlich deutlich, dass er begriffen hat, dass jetzt noch die Chance besteht, auch in der Potsdamer Mitte einen Konsens zu finden. Und das finde ich sehr spannend. Was die Potsdamer Mitte, ich nenne es jetzt mal den ersten Teil, angeht, also alles das um den alten Markt, ich denke, da sind die Messen gesungen. Da wird es kein Moratorium geben, das kann man nicht erzwingen, da gibt es in der Stadtverordnetenversammlung keine Mehrheit dafür. Diese FH wird fallen. Dieser Abend war ein guter Auftakt auch dafür, dass alle Beteiligten, also alle Seiten, auch ein Stück weit lernen und sagen, okay, wie können wir das beim nächsten Mal anders machen? Das Bemerkenswerte an Potsdam ist, dass was alle Menschen doch eint, ist, sie lieben ihre Stadt und sie wollen, dass das hier funktioniert und dass es eben nicht eine ständige Diskussion und einen ständigen Streit gibt. Ich sagen würde, ich hoffe etwas, dann ist es das, dass man lernt, okay, wie kann man vielleicht ein Stückchen zusammenkommen, ohne dass man sich in allem komplett einig sein muss. Das muss man nicht. Also ja, we agree to disagree. Das kann auch gut sein.